Willkommen zurück bei Oriental Night und dritter und letzter Block. Der Kuchen ist bereit, Messer steht auch schon da. Also wir können nachher mal den Kuchen hinten mal anschneiden und mal verteilen, weil die Gäste hier gucken schon alle. Ich will auch Torte haben. Bei uns sind die Pausen etwas länger. Der eine oder andere Zuschauer wundert sich gerade, warum der Teller eigentlich schon leer ist oder hier nichts mehr ist. Hat primär was damit zu tun, dass ihr eine Pause habt von 2 Minuten, wir aber gefühlt wahrscheinlich eine halbe Stunde jedes Mal, weil man jedes Mal ja umstellen muss. Ist ja meistens so. Steht eigentlich ein neues Projekt, ein neuer Song an? Kommt da was demnächst? Wo ist denn das Album jetzt? Bring mal das Album raus. Ja, das Album ist in Mache. Also wir sind eigentlich praktisch von der Anzahl der Songs auch schon fertig, aber wir doktern die ganze Zeit noch daran rum und das Album kommt auch jetzt erstmal nicht raus. Also erst davor kommen noch irgendwie eine Single und noch ein bisschen ordentlich Promo, bevor ich halt ein Album raushaue. Weil das Album ist zu gut, um es einfach so riskant rauszuschmeißen. Also das wäre ja verschwendet. In diesem Falle wird es wieder verrucht, sexy oder? Ja, es wird ein bisschen verrückt. Verrückt? Ein bisschen verrückt, ja. Verrückt. Also das Album ist eine harte Ansage, sag ich mal so. Harte Ansage? Mhm. Ja. Ja, so wie Haller Motherfucker oder was heißt denn? Nein. Das ist meine Ansage. Ja, ich weiß das ja nicht, nein? Nee, also von dem her, wie ich mich präsentiere, ist es auf jeden Fall, es sind ein paar Sachen dabei, was die Leute wahrscheinlich nicht erwarten würden. Ja. Zum Beispiel? Ja, komm schon, irgendwas kannst du doch sagen. Hey, weißt du, wir sind unter uns. Hier sind gerade mal 5 Zeugen und die Sendung guckt sich eh nur meine Familie an. Ja, manche Texte sind böse. Oh, du bist ein böses Mädchen. Ja. Bad Girl. Ja. Ist das so ein Ding, womit du dich auch wirklich identifizieren kannst? Ja. Oder ist das nur Image? Nee, das ist das, womit ich mich identifizieren kann. Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich abends feiern gehe, dann... dann bin ich halt auch ungerne das süße Mädchen, dann kann ich auch einfach mal bad sein. Aber genau, und warum ich dir diese Frage stelle, hat primär was damit zu tun, ja, dass viel auf deinen, viel im Internet, zum Beispiel auf deinen Facebook-Seiten, Twitter-Seiten, diese Kommentare ja mal gerne stehen. Ne? Da heißt es ja, warum muss Bahad jetzt dann auch Bad Girl machen, kannst du nicht einfach die Süße von nebenan bleiben? Ja. Nee, das Ding ist, sie sagen ja nicht, bleib doch mal die Süße von nebenan, sondern sie sagen, das passt nicht zu dir. Das sagen viele. Und es ist immer so, ja, die Menschen nehmen das halt ein bisschen anders wahr, weil das halt irgendwie so in der Öffentlichkeit halt immer ja, darauf gesetzt war, so jeder bleibt schön bei dem, was er gut kann. Und da war halt wenig Möglichkeit, um das halt noch irgendwie zu vervielfältigen, zu zeigen, so ey, ich bin halt nicht nur süß, ich kann halt auch ein bisschen mehr so. Und ja, aber ich denke, meine engen Freunde, die mit mir immer feiern gehen, die mich auch gut kennen, die wissen, dass ich auch ganz anders kann. Dass ich auch gerne mal frei Schnauze bin und dass ich gerne auch mal Sachen raushaue und ja. In letzter Zeit gab es so einige Reunions, ja, New Kids on the Block, dann haben es Backstreet Boys versucht. Ich habe letztens gelesen, NSYNC möchte bei den MTV Music Awards angeblich sich präsentieren. Wäre das eine Option für Monroes? Nee. Also, oh, das war eindeutig. Ehrlich? Nee, wirklich? Nee, also und nicht mal vielleicht für einen Gig auf die Bühne? 3 Songs und dann wieder runter? Nee. Als wäre nichts gewesen? Das ist eben das Ding. Man trennt sich nicht einfach und sagt dann, ja, wir machen jetzt mal einfach so nebenbei was, als wäre nichts gewesen. Also, ihr habt ja nie aber darüber geredet. Nee, die Trennung war aber bewusst. Also die Trennung war ja bewusst. Es ist aber auch kein böses Wort. Nein, gar nicht. Also wir verstehen uns immer noch gut und wir schreiben. Hau doch mal was raus. Sag, ey, weißt du, es lag an Senna, die war eine Zicke. Nee. Mandy war voll abgehoben, ging gar nicht. Das habe ich jetzt gesagt. Okay, nicht, dass man das jetzt in deinen Mund legt oder so. Nein, aber wirklich, es ist friedlich wohl abgelaufen. Ja, es ist friedlich ausgegangen. Aber wir waren halt einfach auch alle reif genug, um halt zu sehen, so 4 Alben in 4 Jahren, das war eine verdammt harte Zeit und es war halt einfach eine Maschinerie, die halt ständig irgendwie etwas produziert hat und irgendwann kommt man halt selber mit sich selber an so einen Punkt, wo man sagt so, ich bin jetzt bereit und ready für was anderes und mir hat so ein bisschen Normalität irgendwie gefehlt, ja. Einmal halt die Schule jetzt nachzuholen, irgendwie auch intensiver Zeit mit meiner Familie zu verbringen und
ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch einfach schön, mal nicht ein Glied von drei zu sein, sondern halt wirklich auch mal alleine sich präsentieren zu können und zu zeigen, wie viele verschiedene Facetten man einfach hat. Wo man halt in einer Gruppe manchmal leider ein bisschen blockiert ist, weil halt jeder eine Facette hat und es ist halt zu durcheinander, wenn jeder alles zeigen würde, was er kann. Das macht halt eine Gruppenarbeit aus. Du musst dich halt anpassen. Und deswegen ist für mich ein Monroes Comeback momentan überhaupt nicht in Frage. Wie war denn eigentlich der Übergang von Monroes zu Bahar Kızıl? War das eher entspannt, weil man so oder so wusste, wie das System funktioniert? Oder ist das ganz im Gegenteil? Alles auf Reset und du musst nochmal komplett neu durchstarten? Ich fand das Wiederfinden von Bahar fand ich sehr schwer. Also ich fand es unheimlich anstrengend. Wiederfinden heißt, es ist verloren gegangen? Auf eine gewisse Art und Weise schon. Also ich glaube, wenn du wie soll man das erklären? Es ist schwer zu verstehen, denke ich. Aber wenn man in einer Gruppe arbeitet, dann verliert man sich selber irgendwann nach einer gewissen Zeit. Ja, weil man arbeitet nicht für sich, sondern man arbeitet für die Gruppe. Man arbeitet für Monroes und das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Das darf man überhaupt nicht falsch verstehen. Aber man muss halt immer ein bisschen aufpassen, weil irgendwann ist halt diese Fragestellung, was will man selber, irgendwann nicht mehr so sehr im Vordergrund, sondern was ist gut für Monroes, was bringt uns voran und nicht was bringt mich voran. Und das ist halt... es ist halt toll, solange es erfolgreich ist, aber irgendwann muss man halt vielleicht realistisch sein und sagen, okay, ich bin halt letzten Endes, ich bin allein auf die Welt gekommen sozusagen und ich werde auch alleine sterben, ja? Und ich möchte halt irgendwo so ein bisschen Selbstständigkeit wieder erlangen und das war sehr, sehr schwer, weil man halt immer das Gefühl hatte, während Monroes halt gut aufgehoben zu sein und dann nach der Trennung war es auf einmal so, okay, du hast zwar deine Familie und so, aber du hast dieses gewohnte Umfeld auf einmal nicht mehr. Diese 4 Jahre, dieser Ball, der sich so aufgeplustert hat, der ist einfach nicht mehr da und dann musst du halt erstmal schaffen, wieder so eine neue Sphäre für dich so zu schaffen. Und auf einmal musst du ins kalte Wasser springen. Genau, und das ist, ich musste auf jeden Fall einige Schritte zurückgehen und sagen, okay, du wolltest diese Trennung, du wolltest ein bisschen Normalität wieder, du musst jetzt damit auch damit klarkommen. Weißt du, was das Gute ist? Ja. Ich glaube, das kalte Wasser hat dir gut getan. Ja, auf jeden Fall. Ich würde immer wieder in dieses kalte Wasser springen und ich glaube, dass Menschen, die etwas riskieren und sagen, okay, ich gehe von etwas Erfolgreichem, etwas, was sowieso funktioniert, mal einen Schritt zurück, um zu testen, was ich noch so kann, gehen am Ende nie leer aus, weil du sammelst wahnsinnig viel an Erfahrung und du verkneifst dich nicht so an eine Stelle und sagst, okay, das ist gerade so toll und deswegen bleibe ich da auch. Aber so viel anderes ist noch da, was man irgendwie erreichen und machen kann. So sieht's aus. So viel anderes, etwas anderes würde ich jetzt gerne mal mit dir machen. Ja. Nee, schon wieder Wiederholung. 400. Sendung, Bahar war damals mit Monroes bei mir im Studio. Da mussten wir auch zum Schluss eine Torte anschneiden. Werden wir heute wieder machen. Yeah. Es ist dein Glück die ganze Zeit, oder? Ich weiß nicht, Torten anschneiden ist so ein bisschen mein Ding. Ja, das ist dein Ding, glaube ich. Ich esse sie nur nicht. Du isst sie nicht, weil du türkische Torten nicht magst? Ja, nicht böse sein. Nicht böse sein. Nein, ist keiner böse. Nee. Zum Glück wissen wir ja nicht, von welcher Firma das ist. So, ich stehe mal kurz auf, weil das wird... Das war die Wasserflasche. Weil wir wollen das jetzt gemeinsam machen. Und zwar zelebrieren wir den Tortenanschnitt. Zusammen. Zusammen, oder? Ja. Ja, dann musst du, oder ich komme, warte mal, ich komme zu dir rum. Was ist einfacher, Jungs? Soll ich da rüber oder ihr rühr? Ich bleib da, dann kommt sie zu mir. Ja, die muss ja zu mir kommen. Wir wollen das ja nicht miteinander machen. Ja, wir machen so, zusammen, Hand, Hand. Ja, aber dann sieht man das, weil die Kamera von da kommt, Bahar. Ja, das sieht man schon. Ist das Ding scharf? Nee. Abi, Buçak kesiyor mu abi? Siehst du daran, dass das nicht scharf ist, erkennt man, dass das pures Fett ist. So, ja komm, fangen wir mal. Ja, aber wir müssen ja von der Seite schneiden. Nein, das sieht man sonst nicht. Genau, auf. Achtung, pass auf, nicht mehr in der Kerze. So, liebe Freunde, das ist auch hiermit das Finale von Oriental Night für heute Abend. Ja. Ey, ich schneide zum zweiten Mal mit Bahar eine Torte. Das ist doch schon mal ein Zeichen. Das ist ein Ritual. Aber, alle guten also, Dinge pass auf, wenn wir das dritte Mal machen sollten, ja, ne, dann müssen wir auch heiraten. Ich sag's dir jetzt schon. Ja, ja. Heißt das ein Ja, Ja, Ja oder Ja, Ja heißt leck mich am Hamburgisch am allerwertesten? Ach so, ja. Ja, Hadi Bahar. Du musst ja vorher beten? Nein. Ach so, ja, okay, Hadi, Hose, Mann, Hadi. Let's do it. Da war so eine Schicht, die hat geknackt, hast du es gehört? Ja, was war denn das? Zuckerschicht? Ey, aber das ist eine Erdbeertorte. Warte mal, ich probier mal, ich sag's dir, ob es denn. Probier mal, es ist echt Erdbeer. Riech. Ist lecker. Siehst du? Weißt du, wie das schmeckt, wie dieses
Dieses Erdbeereis. Richtig. Früher. Wie heißen die denn? Das ist die Quizfrage des Tages. Liebe Freunde, an den Bildschirmen schickt. Milky-Eis. Was für ein Eis? Heißt nicht Milky-Eis? Milch-Eis. Ach, die Milch-Eis-Dinger. Ja, in Vanillone. Danach schmeckt. Ja, früher haben die nur 30 Pfennig gekostet. Waren sehr spotbillig. Das ist. Hat sich gelohnt. Mittlerweile ja. Ja, danke für diese tolle Torte. Danke. Ich möchte mich ganz kurz nochmal bei Madame bedanken für diese Gastfreundschaft. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön für alles. Dankeschön. Und danke, Bahar. Gerne. So, die eine Hälfte gehört hier, die andere. Welche Seite? Ist egal. Dankeschön. Ich danke dir. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Bleibt uns weiterhin treu. Ja, genau. Danke. Die neue Single Drank von Bahar. Und immer dranbleiben, uns verfolgen. Ich habe die Schicht mitgemacht. Ja. In diesem Sinne, tschüss. Ich sag doch, Kuchen schneiden ist eigentlich nicht so mein Ding.